Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und das wird mein Let's Play, welches ich aufnehme, während ich am Rendern bin, weil das sehr hart am Entspannen ist. Und ihr seht schon, worum es geht. Wir gehen angeln. Ich habe schon ein bisschen gespielt mit dem Olli, mit dem Fabi, mit dem Marcel zusammen. Bin auch schon Level 5. Level 5 reicht für den zweiten See zu angeln, also eine wilde Ebene. Wir gehen trotzdem heute erstmal auf den Silver Forest und muss gerade mal den Fisch mal gucken, ob ich noch Fische habe. Nein, habe ich nicht. Das heißt, wir können erstmal angeln gehen, beziehungsweise erstmal unser Inventar kurz überprüfen, was wir denn so an Ködern haben. Es gibt hier ganz viele verschiedene Sachen, die wir haben können. Grundköder zum Beispiel sind Sachen, die wir auswerfen können. Dann haben wir normale Köder hier. In diesem Fall habe ich jetzt hier erstmal SKU irgendwas. Das ist irgend so ein Kunstköder. Dann haben wir hier weiße Fliegenlarven und Mais und Regenwürmer haben wir unten auch noch. Und die habe ich nicht im Inventar, glaube ich, momentan. Doch, ein paar habe ich noch. Also momentan habe ich bis auf einen Köder alle drin. Dann werden wir gerade mal von dem Fliegenlarven noch ein paar kaufen. Kosten ja nicht so viel. Und dann haben wir hier noch Haken, Angeln und haben wir nicht gesehen. Ich kenne mich mit dem Angeln nicht ganz so gut aus, aber ich habe da vielleicht einen Freund, der dieses Video unter Umständen auf Facebook entdecken wird und mal reinschauen wird und mir bestimmt die ein oder andere Hilfestellung fürs Angeln geben wird. Wir werden heute hier erstmal nach Frankreich gehen. Hier sehen wir sind in Frankreich. Wir haben hier noch wilde Ebene in Russland, dann hätten wir noch bezaubernde Flüsse, das ist in Polen. Dann haben wir noch Nordamerika oder die USA bzw. Alaska. Und zum Schluss haben wir noch einen deutschen See auf Level 40. Also da müssen wir noch eine Menge angeln. Heute gehen wir erstmal, wie gesagt, auf den Silver Forest. Wir haben hier 20 Räume immer zur Auswahl. Sind sogar schon mehr geworden. Also als wir angefangen haben, waren es 20, aber gab auch ein Update die Tage. Wir gehen traditionell auf den Raum Nummer 12. 12, nicht 13. Da treffen wir uns immer so ein bisschen durch Zufall. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal eine Runde angeln. So, Ladebildschirm. Ihr seht die Grafik, die ist nicht schlecht. Also es gibt bessere, aber die hier ist auch nicht schlecht. Gerade die Wasseranimation, gleich werdet ihr sehen, die ist genial. Also finde ich zumindest für ein Computerspiel. Jetzt ist natürlich dunkel. Wir können uns das auch hell erkaufen. Kostet aber Geld und Geld ist hier nicht sehr einfach zu verdienen, sage ich mal vorsichtig. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal, hier hinten ist irgendwo ein Steg und auf dem kann man ganz gut angeln. Muss nur gucken, da hinten ist er schon, ich sehe ihn. Da steht auch schon einer drauf, ist am Angeln. Auf dem Steg kann man ganz gut angeln, da lässt sich ordentlich was fangen. Und hier haben wir verschiedene Fischsorten, die es hier zu fangen gibt. Hier sind die englischen Begriffe, wir werden das aber zusammen mal so ein bisschen, erforschen, sag ich mal, wieder vorsichtig und gehen wir erstmal angeln, würde ich sagen, oder? Und schmeißen hier das erste Mal raus. Ich weiß gar nicht, was für ein Köder ich jetzt gerade dran habe. Aber die Hand sieht man inzwischen. Das ist neu mit dem Update. Das hat man vorher nicht gesehen. Vorher hat man nur die Angelspitze gesehen. Wir haben unseren Schwimmer, unsere Schwimmeranzeige, die ist hier. Da sehen wir, ob ein Fisch beißt oder nicht. Wenn einer gebissen hat, rechte Maustaste einmal anziehen und dann mit der linken und rechten Maustaste immer so ein bisschen reinholen den Fisch. 16 Meter haben wir ausgeworfen. Ich weiß aber immer noch nicht, was für einen Köder ich habe. Wir können auch so ein bisschen, schleppen durchs Wasser. In der Hoffnung, dass damit dann vielleicht doch nochmal was anbeißt. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen gediegeneres Let's Play heute. Ihr habt natürlich die Chance, mich hier immer wieder zufällig zu treffen. Aufnahmetermine gibt es hier nicht, aber ihr seht das dann ja bei Steam, wenn ich dort im Spiel online bin. Dann könnt ihr darauf ausgehen, dass ich gerade im Video im Hintergrund am Rendern bin und dann bin ich auch so ein bisschen am Fischen. Aber irgendwie beißen will hier jetzt gerade nichts. Habe ich überhaupt einen Köder dran? Das wäre jetzt mal die nächste Frage. Und was für einen Köder habe ich überhaupt dran? Ich habe momentan dran Mais habe ich dran. Dann gehen wir mal auf den Regenwurm. Verbrauchen wir mal die paar, die wir noch haben. Dann gucken wir, was da Schönes am Beißen ist. Hier so schön unterm Baum da, wo die Fische sich verstecken können. Machen wir das Licht mal aus, wobei dann seht ihr gar nicht so viel, ne? Das ist natürlich doof jetzt hier die Karte. Also oder die Uhrzeit ist doof zum Angeln. Wenn wir nichts beißen hier. Also bewegen sich Fische im Wasser, aber es beißt keiner. Jetzt haben wir einen. So. So, müssen wir das Licht anmachen. Was haben wir hier? Einen kleinen Barsch. 0,33 Gramm.
Die nehmen wir erstmal mit. Also am Anfang ist es sinnvoll, alle Fische mitzunehmen, weil Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Und ja, haben wir unsere Reuse jetzt mal da reingeschmissen. Oh, die Angelschnur-Animation, die ist gar nicht mehr so hässlich, ey. War am Anfang nicht so schön. So, und da ist ein großer Fisch direkt am Rand gewesen. Da haben wir jetzt auch hingeworfen. Mal gucken, ob der anbeißt. Na, komm. Oh ja, das ist ein guter Fisch. Das seht ihr unten, links in der, nee, rechts in der Ecke. Da könnt ihr sehen, wie die Leine belastet ist. Und da seht ihr auch schon, dass das ein großer Fisch ist. Und den müssen wir jetzt auch mit dem Kescher einholen. Und da haben wir auch schon. Und was haben wir da Schönes gefangen? Eine Karusche mit 1,8 Kilo. Also richtig dicker Karpfen. Nee, Fisch, den wir da gefangen haben. Ist ja kein Karpfen. Dann gehen wir mal hier immer so ein bisschen verteilt, mal ein bisschen angeln. So ein bisschen wie bei der Hunter, mal gucken. Nicht, dass wir irgendwo zu viel Stress verursachen. Und auch hier wieder sehr schöne, also wie gesagt, die Wasseranimation ist schon klasse. Wir schmeißen mal nochmal da hinten hin, komm. No risk, no fun. Und dann schauen wir mal, ob da was beißt. 18 Meter können wir werfen mit der Rute, die wir jetzt haben. Und wir haben den nächsten Fisch und auch wieder ein großer Oschi. Immer noch mal so ein bisschen ziehen mit der Angel. Ich weiß gar nicht, ob man so angelt. Also wie gesagt, ich bin da kein Profi. Ich mache das echt nur zur Entspannung, weil ich das enorm entspannt finde, so zu angeln. Wieso nimmst du ihn jetzt nicht? Hallo? Huhu. Jetzt nimmt er den Kescher in die Hand. Eigentlich schon albern, wie man mit den Fischen hier umgeht. Ja, das ist so ein Bug, den habe ich schon öfter gehabt. Das ist immer so ein bisschen blöd. Aber 1,25 wieder eine Karosche. Sehr schön. Schmeißen wir in unser Netz, dann gehen wir mal auf die Seite ein bisschen angeln. Kommt er hoch? Ja. Da ist er, unser Schwimmer. Und wir haben wieder einen. Das ist aber kein so ein großer. Also die Leine, die wir bis jetzt haben, die kann bis 1,8 Kilo. 1,8 Kilo ist aber nur so ein Mittelwert. Man kann auch natürlich ein bisschen schwerere Fische fangen, aber zu schwer sollten sie nicht sein. Also mir ist auch schon Leine gerissen. Verschleiß an Leinen und an den Schwimmer zum Beispiel sieht man hier, wobei ich mich frage, wie ein Schwimmer verschleißen kann. Aber das wird mir mein Kumpel bestimmt noch erklären. Der ist nämlich Angelprofi. Der hat schon Fische rausgeholt. Holla die Waldfee. Was ich so auf seinem Facebook-Profil so gesehen habe. Professional Fishing für euch übrigens kostenlos. Link dazu in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch dort mal anschauen. Ist, wie gesagt, es ist halt Angeln, ne? Es ist ein einfaches Spiel. Ist jetzt nicht so, dass es hier mit groß Geballer oder so ist. Rein zur Entspannung nochmal wieder ein Barsch. Es gibt hier auch Katzenfische hier in dem Teich, aber ich habe noch selber keinen, gar keinen gefangen. Haben wir eigentlich noch Regenwürmer jetzt drauf gehabt? Ja, ne? Nicht, dass wir die verbraucht haben und wir wissen es gar nicht. So, in der nächsten Folge gehen wir dann mal ans russische Gewässer. Gucken, schauen uns da mal um. Ich würde sagen, wir machen unsere Reuse jetzt erstmal voll. Ah, wieder was Kleines. Aber wie gesagt, Kleinvieh macht hier in dem Spiel auch Mist, weil es ist gar nicht so einfach, Geld zu verdienen. Also für so einen großen Fisch kriegt man vielleicht seine 20 bis 30 Dollar. Die Erfahrungspunkte sind hier das, worum es eigentlich geht. Gehen wir nochmal in den Baumstamm. So, jetzt hört ihr gerade, wir kriegen jetzt gerade eine Premiere rein. Da habe ich einfach vergessen, den Ton auszumachen. Das ist jetzt meine zweite Folge Train Simulator. Der Köder wurde zerstört, aber der Fisch ist noch dran, also so weit gar nicht schlimm. Das ist jetzt die zweite Folge Train Simulator, die jetzt gleich als Premiere läuft. Ich habe vergessen, den Ton da auszumachen für diese Premierenfunktion und die Musik ist ja eine Katastrophe. Weil die halt auch tierisch laut ist, wenn es dann mal losgeht.
Gehen wir mal hier nochmal direkt unter den Baum. Schauen wir mal, ob da auch nochmal was anbeißt. Wie gesagt, ich werde das Spiel natürlich mit euch zusammen online spielen auch. Nur halt, dass ich auch privat, also jetzt hier nicht einen extra Account nochmal anlege, nur damit ich mit euch Let's Plays machen kann. Das hier ist wirklich nur so zum Zeitvertreib und euch so ein bisschen teilzuhaben, haben zu lassen an dem, was ich hier so treibe. Und dann werden wir jetzt noch einen Fisch fangen und dann werde ich mal mit euch zusammen die Fische abgeben. Dann zeige ich euch mal, wie das funktioniert mit dem Verkaufen. Und einen fangen wir jetzt hier noch. Da hinten bewegt sich immer noch viel. Also da geht schon noch was. Jeder Angler wird mir auf die Fresse hauen, wenn ich eine Viertelstunde so viel laber wie hier in einer so einer Folge Let's Play. Und hier laber ich hier die Fische in Grund und Boden. Ziehen wir mal so ein bisschen an hier. Gucken wir mal, ob das denn was passiert. Na, beiß. Gut. Würde ich sagen, gehen wir mal raus hier. Also das Problem ist, wir können die Fische nicht direkt hier aus dem Spiel heraus verkaufen, sondern wir müssen jedes Mal den Angelplatz verlassen, müssen dann ins Menü gehen und im Menü haben wir dann den Fischmarkt. Und dort können wir uns dann unsere Fische angucken. Also hier zum Beispiel den Barsch, den wir gefangen haben, ist ein sehr kleiner Barsch. Minimum ist 0,2, Maximum ist bis 5 Kilo. Den verkaufen wir. Dann haben wir eine Karusche, 1,8 Kilo. Die gehen bis 4 Kilo. Und da seht ihr selber, für so einen mittelgroßen Fisch bekommen wir hier gerade mal 19 Euro oder Dollar. Dann haben wir die Karusche nochmal mit 13 Dollar. Dann haben wir den Plötze. Also gar nicht so viel los hier. Es gibt hier auch Angelturniere und mein Ziel ist es, um 15 Uhr am 19. Januar wäre hier zum Beispiel ein Angelturnier, wo man teilnehmen könnte. Also ich würde eigentlich gerne mal so ein Turnier auch machen. Aber ich will auch gerne so einen Angelverein gründen. Die sind aber teuer. Muss man, glaube ich, 10.000 Öcken für haben, um hier teilzunehmen. Und da kann man dann auch Angelverein quasi Turniere zusammen machen. Und diese Tax ist halt, wenn ich jetzt einen Fisch fange, der 3 Dollar wert ist, dann geht, nee, oder 10 Dollar wert ist, dann gehen 0,3 davon, also 3% davon gehen dann in den Pott für den Angelverein. Und wenn man ein Turnier macht, dann kann man das da quasi benutzen, um das als Gewinn für die Angelturniere zu machen innerhalb des Vereins. Ich würde aber sagen, ihr habt das Spiel jetzt mal gesehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Am besten auch mal in die Kommentare schreiben, ob wir das noch öfters zusammen machen wollen. Ist nämlich schwierig, ist nicht sehr viel los hier. Aber wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was eure Meinung dazu ist. Denkt dran, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge mit Professional Fishing. Bis dahin von mir wie immer gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.